Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Wurager, und diese Therapie ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Borderlands 2 und haben in der letzten Folge den Zwerg auf den Bullymog zerlegt. So, wir können uns natürlich jetzt die Mühe machen, nochmal zurückgehen, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Aber darauf würde ich dann doch gerne verzichten. Weil ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt da so wahnsinnig viel mehr noch herausbekommen. Und machen uns mal auf den Rückweg, hätte ich beinahe gesagt. So, der hat schon die ersten Kopfschmerzen. So, mein Freund, nicht weglaufen. Ich habe auch was für dich. So, wo ist er hin? Ah, da bist du, mein Freund. So, so können wir den auch regeln. Jojojo, da war aber jetzt ja einige aufgeschreckt. Aua. Da haben wir da einen. So, der ist auch erledigt. Wo sind die nächsten beiden? Da rennt schon wieder einer panisch durch die Gegend. Da hockst du noch. Moment. Der ist leider weggelaufen. So, den haben wir klassisch erlegt. So. Der stand da schön, hat schön gewartet, bis der Kopf vor der Arme ist. So. Du auch, mein Freund. Scheint ein Nest davon unter euch zu sein. Ja, auch noch ein anderes Kanonchen. Ach, da oben. Müssen wir sehen, ob wir hier runterkommen. Und zwar dringendst. So, mal kurz hier uns verkrümmen. Dann sollte die sich mal um den da kümmern. Wir bleiben da doch bei der Sniper. Die bringt dann wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ups. Ja, oben muss ja echt ein Nest sein. Ja, habe ich schon gesagt. Das ist wirklich ein Nest. Schön, dass du jetzt nachladen musst. Auch weg. So, da ist jetzt der nächste. Der war kritisch, aber nicht kritisch genug. So, haben wir langsam das Problem. Dass die Freunde einfach nicht weniger werden, zu scheinen hier. So, weg. Volltreffer. Nachgeladen. Haben wir letztens ein Magazin hier reingesetzt. Ah, da unten ist mein Freund. Auf der Art und Weise kommen wir nicht nach draußen. Da sehe ich gerade was Rotes. Das wird wahrscheinlich ein Medipack sein. Genau, das haben wir auch gebraucht, dringend. Bringt uns aber nicht viel, wenn der wieder auf uns geschossen wird. Ah, da unten bist du, mein Freund. So, kritisch zwar schon, aber nicht kritisch genug. Ah, da oben, du bist der Nervige. So, alle roten Punkte weg. Nochmal Medipack einsammeln. Uiuiui, der Rückweg war ja komplizierter als der Hinweg fast schon. So, bis wir das Geld einsammeln, was haben wir hier rumliegen? Also wir sind eh voll. Wir brauchen dringend Verkaufsautomaten. Mal gucken, Verkaufsautomaten. Ja, Scheißhaus. Alles nicht besser als das, was wir haben, obwohl sie schon geiler und cooler aussehen. Jetzt lass ich die Zuckerpuppen tanzen. Ich auch. Da hast du die Blitzwurm nochmal weg. So. Warum die Mühe machen? So. Bitte mal. Granaten haben wir auch noch zu werfen. So. Nächstes Level. Jo, wir haben Level ab. Das ist auch super. Können wir gleich mal gucken, was hier im Einkaufsparadies hier ist. Geld. Munition wäre super. So, aber nutzen wir die Gelegenheit und gucken mal rein in die Geschichte. Jetzt haben wir ja natürlich auch die Möglichkeit, ja auch Skillpunkte zu verteilen.
Er erhöht den Zoom mit allen Waffen. Außerdem erleichtert die Zielgenauigkeit weniger als üblich, wenn du den Schaden nimmst. Alles klar. Erhöht die kritische Trefferschaden um +4%. Mal gucken, was wir machen sonst hier. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit und eine Waffenwechselgeschwindigkeit. Nehmen wir das einfach mal mit. Das können wir auf alle Fälle gebrauchen. Höhere Waffenwechselgeschwindigkeit. Hier kommt ein Feuerball. Ja, hier kommt ein blauer Bohnen. So. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Nochmal eine rote Spritze. Brauchen wir aber nicht. Sinnvoll Haus. Das war ja schon eine kritische Sache hier. Wir wollen mal zurückgehen, nochmal nach Larry's Berg kommen, weil wir wollen ja auch die ganze Geschichte abgeben. So, da wird gespeichert. So, müssen wir mal gucken in die Aufgaben. Und zwar Symbiose, genau. Abschluss, genau, Sir Hammerlock, da müssen wir jetzt hin, das Ding abschließen. Und mal gucken, was wir dann noch so kriegen. So, sportlich mal hier rüber, wie die lustige Brücke. So, und dann geht's zurück nach Larry's Berg. Na, werden wir sehen, ob wir da ein bisschen... So, hat schon wieder schön gespeichert. Sieht ja auch mit flinken Füßen... Achso, unterwegs. Da ist der Hebel. So. So, und rüber hier. War ein kleiner Ausflug, wie heißt das? South Coast oder so. Keine Ahnung. Irgendwas jedenfalls im Süden. Wobei südlich sieht es hier nicht gerade aus bei dem ganzen Schnee. Ist eher so wie Nordpol oder Südpol. Je nachdem, wie man es sieht. So, aber hier vorne waren ja Verkaufsautomaten, der da stand. Da werden wir gleich mal reingehen und gucken noch mal ein bisschen was von den ganzen Krümpel, was wir ja haben, loswerden. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Das ist genau, voller Möglichkeiten. So. Mal gucken, was haben wir denn so an Waffen hier rumliegen. Hier haben wir die Shotgun. Mal gucken, ob wir die genau... Ah, wir können sie glauben, mit der gleichen Taktik wie beim Dings auch sortieren. Pistolen. Das Schöne ist, die bessere wird hier oben schon gleich mal markiert. 30, die hat zwar ein, die hat 30 Schaden, die 31, aber die Treffgenauigkeit ist schlechter. Und die Ladegeschwindigkeit etwas höher. Also guck mal, alles hier drunter verkaufen. So, was haben wir denn hier? Shotguns. So, da wären auf alle Fälle nochmal die kleinen hier mit 13 und 11. Auf alle Fälle 11 ist weniger. Wir oben haben eine 21 mal 9. Hier unten haben wir 13 mal 7. Und so, was haben wir hier? 10 mal 15 macht 150. Das sind aber trotzdem viel weniger als die da oben. So, 2 mal 7 sind 140. Ja, kann auch weg. Was die oben hat, aber eine relativ schlechte Trefferquote. Einen nehmen wir trotzdem mal mit Shotgun. Das ist ja eh was für Kurzdistanz. Als solches. So, sieht ja ganz gut aus jetzt mit der Ausrüstung. Haben wir mal aufgeräumt. Weil hier haben wir noch ein Sturmgewehr. Gut, auch weg damit. Passt soweit. Gucken wir mal, ob wir was zum Kaufen haben. Hier haben wir bloß Munition. Auf alle Fälle, genau. Combat Rifle brauchen wir. Ja, machen wir auch Schild. 88 und unser Schild hat... deutlich mehr. Sniper-Munition haben wir auch einiges verbraucht. Weiß gar nicht, keine woher. Gewährleistung. So. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Das ist schön. Mal gucken nochmal hier. Sofortmedizin-Schilde. Was hat denn unser aktueller Schild? Der ist hier bei 103. Hier haben wir einen mit 153. Kostet aber 300. Hat aber eine höhere Ladeverzögerung. Der Rest. Der ist ja also noch, also das hier drunter ist schlechter. Wobei der ist auch ganz okay. Ja. Der oben hat schon ein bisschen 153. Den könnte man nehmen. Ladeverzögerung hat aber eine relativ hohe. So, gehen wir rein ins Inventar und gucken wir doch mal hier vielleicht. Oh, was haben wir denn da? Ah ja. Gehen wir zurück, wir wollten ja eigentlich den hier einbauen. So, ausgerüstet. Ein bisschen mehr Schild. So, wo ist der Ausgang? Da ist der Eingang, da geht's lang. Der große Pfeil zeigt die Richtung. So, huschen wir mal durch.
und gehe zurück nach Larisberg zum Sir Hammerlord. Und da, ups, hier ist auch schon wieder jemand da. Oh. Wollt ihr mit mir spielen? Ja. Ist abholig. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Oh, Granate hin. Da kann man da auch noch was draus machen, ja. Alter, sollte ich gleich mit Kacke werfen, ja. Sollte ja wenigstens mal fair kämpfen. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, so. Das bin ich. So. Den einen hat's zerlegt, den zweiten auch schon. Und du, mein Freund, bist der Nächste. Okay, auch nicht. Jetzt aber. Herausforderung. Erziele 100. Herausforderung sammeln ja auch ohne Ende. Okay, da haben wir dann, kommen jetzt die Freunde. Ah ja, der Stützpunkt ist dann wieder auch wohl belebt, weil wir jetzt im anderen Gebiet waren. So, das heißt, oh. Das war jetzt gar nicht gut. Wo bist du hin? Da bist du. So, wir sind wieder im Rennen. Herausforderung, Badass Rang 1. Nachladen, ganz Quatsch. Und Scharfschützen. Ach, genau. Ach, haben wir jetzt drei Waffen? Ach, nee. Dacht schon. So. Gucken wir mal, ob die Freunde irgendwo unterwegs sind. Zum Beispiel er da. Durfte einfach mal umfallen. Okay, du kommst da auch her. So, kritische Treffer, bringt der Punkt, da haben wir gelernt gerade. Und du kannst mal den kritischen Kopf da hochnehmen. So, einmal kritisch in die Birne. Wo ist er am Nachladen? Jeder muss sterben. Herausforderung. Ich sehr viel später. Ja, Coolness ist alles. Ach, da oben ist jetzt noch einer. In Ruhe reingedriftet, da hat er ja nicht mal gewackelt mit dem Kopf. So, damit sind alle roten Punkte beseitigt. Und da können wir hier gucken. Munition ein bisschen mitnehmen, haben wir ja wieder ein bisschen was verbraucht. Und Kackerhaufen gucken. Da hängt eine kleine Kanone. Man nimmt nehmen, was hier rumliegt. Das können wir wahrscheinlich wieder günstig verticken. Ah, hier noch Medizin. Können wir auch gebrauchen. Auf, über dem Benzintank. Ja. Ne, kommen wir auch nicht rauf. Das wird wohl ein Rätsel bleiben, wie wir da raufkommen. Aber gut. Wir gehen nochmal zurück zum Sir Hammerlock. Und gucken, was wir dann als nächstes zu tun kriegen. Schaukeln wir mal ein bisschen unsere Kanone hier wieder. Geladen ist er. Wie sieht es mit der anderen aus? Auch voll. Also ist doch alles ganz super. So. Sprung rauf. Denken wir mit dem Verein da drüben, wenn wir mal. Jetzt bin ich vor euch, dass ihr mehr springen willst, ja. So, Liaras Berg. So. So, Schaukel. Und man macht mir das Waffengeschock und dann kann seekrank, wenn ihr da so weitergeht hier. So. Wo bist du? Der stand ja immer. Ah, ne, der sitzt ja am Brett rum. Das ist ja sozusagen das lebende schwarze Brett jetzt. So. Genau, wir haben den Freund erledigt. Belohnung annehmen. Beispielhaft. Oh. Was ist das? Assassine-Kopfanpassung. Schalte diesen Kopf für deine Schnellwegsystem. Ah ja. Neuen Quatsch Hallo. Gekriegt. Es gilt, Kropfzeug abzuschießen. Und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Bester Handlanger aller Zeiten. Nimm Claptrap.
Ich weiß gar nicht, ob ich die nehmen möchte. So. So, so. Aber bevor wir Kleptat reden, haben wir nochmal Glück gehabt. Wir sind alles erlöst worden. Unsere Zeit ist nämlich rum. Das war's nämlich heute schon wieder mit unserer Let's Play Folge Borderlands 2. Sind wieder zurück in Jarasberg und sollen jetzt Claptrap mitnehmen, obwohl wir das gar nicht wollen. Naja, aber wir kommen wahrscheinlich nicht drum rum, müssen wir wohl tun. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Gnadenfrist bis morgen und können uns damit, was jetzt kommt, noch entspannen. Jetzt kommt nämlich die Endcard. Auf der schicken Endcard gibt es eine Videoempfehlung. Aktuell läuft ja eine neue Junkbox-Ausgabe und zwar Command & Conquer. Alarmstufe 3. Wer da reinschauen will, hier wäre der Link dazu in dieser schicken Videobeschreibung. Wir spielen da aktuell die russische Kampagne. Wäre super, euch da begrüßen zu können. Super wäre auch, wenn ihr den YouTube-Button benutzt, weil der bringt euch zurück zum Kanal und abonniert den gleich. Gerade dann, wenn ihr erstmalig hier seid, solltet ihr das auf alle Fälle tun. Was auch super finde, ist Social-Media-Kram, weil da kann man schön mit mir interagieren. Mehr als nur über die Videokanäle wäre toll, wenn ich euch da auch begrüßen könnte. Schreibt gerne mal was rein. Mich würde es freuen, und zwar ziemlich sehr. Also, sonst könnt ihr auch noch gerne was in den Kommentarblock schreiben. Der kommt auch gerne toll immer an. Da freue ich mich gerne über Kommentare, denn ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.